Ihr seid auf der Suche nach individuellen und wirklich außergewöhnlichen Lösungen für eure Küchenplanung? Dann haben wir einen absoluten Geheimtipp für euch und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und eine gute Küche darf natürlich auch individuell auf euch und auf euren Raum zugeschnitten sein und Beckermann Küchen bietet da sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir uns hier im Detail einfach mal anschauen wollen. Ja, und wir fühlen uns hier schon wie zu Hause, denn unsere goldene Ananas, die mussten wir nicht mitbringen extra, sondern die war schon da, die war vor uns hier. Und dann steigen wir direkt mal hier in die individuellen Dinge ein, die hier uns das Produkt zur Verfügung stellt. Wir haben hier eine neue Front, die Front Toronto, das ist eine Rahmenfront. Und diese Rahmenfront gibt es, Achtung, auch als Schubkasten. Das haben ja die Rahmenfronten immer an sich, dass die Schubkastenblende glatt ist. Hier bekommen wir eine Rahmenfront, die es auch als Schubkastenblende gibt. Bleiben wir gleich bei der Front. Beckermann Küchen bietet euch die Möglichkeit, dass ihr Frontverlängerung mit planen könnt oder planen lassen könnt, und zwar nach oben, so wie wir das hier sehen. Hier jetzt nicht bis ganz nach oben geplant, sondern ein Stück kürzer. Das ist natürlich auch für mich persönlich ein absolutes Highlight, denn wir haben dann dadurch noch so eine kleine Schattenfuge. Wirkt hier in dieser Küche sehr, sehr edel, aber das Ganze auch natürlich mit Frontverlängerung nach oben. Unten. Ja, und wir sehen hier einen neuen Farbton in Farbton Fürth, und diesen Farbton gibt es neben über 40 anderen Farben und Dekoren auch als Korpus, innen wie außen. Ich zeige euch das mal, das hier mal auf. Also das ist natürlich schon ein absolutes Highlight. Das sieht richtig wertig aus. Ihr öffnet eine farbige Tür und habt dann natürlich auch den passenden farbigen Innenkorpus. Ja, wenn wir schon in den Korpus hineinschauen, dann schauen wir uns auch mal hier diesen Aufsatzschrank an, denn den haben wir gerade in unserem Messevideo, welches wir euch mit über die Infokarte verlinken, schon mehrfach bei verschiedenen Herstellern gezeigt. Und welche Überraschung, hier ist natürlich ein Auszugstablar drin, aber dieses Auszugstablar hat eine Besonderheit, denn wir haben hier nochmal eine zusätzliche Kante. Somit haben wir die Möglichkeit, eventuelle Verschmutzung ganz einfach wegzuwischen. Und der Klassiker, ihr habt kleinere Dinge hier platziert, die hinten runterfallen können und dann natürlich den oder das Tablar behindern können. Da müsst ihr dann dahinter greifen, kann hier absolut nicht passieren. Also wirklich eine kleine, aber wirklich sehr clevere Lösung. Apropos clevere Lösungen, und zwar haben wir in der nächsten Küche auch nochmal eine sehr clevere Lösung, denn das Thema Sitzplatz ist ja doch immer präsent und doch der ein oder andere Kunde möchte in der Küche, an der Küche sitzen. Und was wir hier für eine Sitzplatzlösung haben, da lasst euch mal überraschen, das ist ein absolutes Highlight. Ja, jetzt haben wir eine doch eher klassische Lösung. Wir haben eine Insel, wir haben einen Tisch, wir haben eine Hochschrankanlage. Das ist jetzt ja noch nie wirklich besonders. Wir haben durchgängige Fronten. Wir haben hier beim Backofen keine Ausgleichsblende, auch alles perfekt auf die Maße des Gerätes angepasst. Und von der Insel haben wir außen die bodentiefen Fronten, also die Frontverlängerung nach unten, und hier auf der Insel ganz klassisch einen Spülenbereich, einen Arbeitsbereich und in Tischnähe dann das Kochfeld, dass dann die fertige Speise dann direkt hier auf den Teller serviert werden kann. Und das Ganze für, ja, zwei Personen, klein, fein, gemütlich. Und der Tisch hat eine ganz besondere Aufgabe, denn wir befinden uns hier nicht nur in einer Küche, sondern wirklich in einer Wohnküche. Denn im Anschluss an die Insel kommt der Wohlfühlbereich, Sitzen, Wohnzimmer, Fernsehen. Und ja, was ist, wenn jetzt die Familie zu Besuch kommt, wenn Freunde zu Besuch kommen, dann wird es hier doch schon etwas eng, weil man kriegt ja maximal noch eine Person hier an diesen Tisch ran. Dann haben wir eine Wange nach unten, auch nicht ganz so bequem, aber das müssen wir uns ja gar nicht antun, denn wir können den Tisch einfach hier aus der Insel rausziehen, das Ganze verlängern. Wir haben jetzt hier, denke ich mal, Platz für vier Personen. Also wir hätten hier ein Pärchen, bekommt Besuch, noch ein Pärchen, und dann
haben alle hier ihren Platz, haben Spaß, sind direkt im Geschehen integriert. Aber was ist, wenn mehr Leute kommen? Na, dann ziehen wir einfach noch weiter den Tisch nach außen und haben hier insgesamt Platz für 6 Personen. Also wenn dann doch mal die Familie zu Besuch kommt oder Freunde mit Kind, also alles gar kein Problem. Und das ist, finde ich, eine wirklich sehr clevere Lösung. Ja, wir sind jetzt schon in Küche Nummer 3 und hier jagt ja ein Highlight das andere. Also ich bin schon ganz begeistert. Und wir haben jetzt hier, seht ihr ja schon, eine grifflose Variante. Und bei Bäckermann bekommt ihr 3 Möglichkeiten an die Hand, wie ihr eure Küche grifflos gestalten könnt. Wir haben hier eine Hochschrankanlage, Ton in Ton. Was heißt Ton in Ton? Wir haben natürlich hier die Front im Holzdekor und auch hier die zurückgesetzte Leiste im Holzdekor. Und wie funktioniert das jetzt mit dem Öffnen? Ganz einfach. In der Front ist eine Griffschale eingelassen. Somit können wir das Ganze öffnen. Und die Leiste im Holzdekor ist in den Korbus eingefräst. Also ganz klassisch, wie ihr das kennt, von den Griffmulden, die senkrecht von oben nach unten durchlaufen. Die werden ja auch in den Korbus eingearbeitet. Also der Korbus gefräst, weggeschnitten. Genau dasselbe Prinzip haben wir hier auch, nur dass es halt keine Aluminium-Griffleiste ist in der entsprechenden Farbe, sondern wir haben hier quasi eine holzfarbige Leiste und somit haben wir ein einheitliches Holzdekor. Ja, auch diese Küche ist wieder sehr individuell geplant. Wir haben hier eine sehr schöne Lösung vom Sideboard in die Küche. Die Küche natürlich an den Abschlussseiten abgerundet mit runden Korbusteilen. Sehr schön gelöst. Das Ganze auch noch in einem interessanten Farbkonzept, denn wir haben hier Mattlackfronten, einmal in Weiß, einmal in so einem leichten Roséton. Finde ich sehr gelungen. Und das Ganze hier abgesetzt nochmal mit einem hellen Holzton. Und wir hatten ja gerade die grifflose Variante in senkrecht. Die sieht man hier nochmal in waagerecht. Und was mir hier in dieser Lösung auch sehr, sehr gut gefällt, ist halt wirklich die integrierte Sitznische hier in der Hochschranganlage und auch mit unterschiedlichen tiefen Stollen gearbeitet, dass nochmal so ein kleiner 3D-Effekt entsteht. Also nicht nur das Möbel selber, sondern halt auch die Planung sehr individuell, sehr clever gelöst. Und ja, schauen wir uns nochmal das Thema Qualität kurz an. Wir haben hier den Korpus einmal aufgeschnitten und da sehen wir, dass der Korpus im Boden sowie in dem Seitenteil hier 19 mm stark ist. Die Rückwand beidseitig beschichtet, also hier auch ein sehr stabiler Korpus und unterstreicht nochmal die Qualität des Herstellers. Ja, wer hat jetzt von euch genau aufgepasst? Ich bin ja hier durch diese Küche gelaufen und wer jetzt beim Thema Stollen und Wangen aufgepasst hat, wird festgestellt haben, hoppla, wir haben hier 60 cm breite Geräte, haben die Stollen rechts und links, aber unsere Front ist hier entsprechend länger. Das heißt, ihr bekommt hier die Möglichkeit an die Hand, eure Fronten im Maß individuell anzupassen. Und das nicht nur für glatte Fronten, sondern auch für Rahmen, sprich Landhausfronten. Ja, jetzt hier eine Neuheit, ein weiteres Highlight, denn wir haben zum einen eine Frontverlängerung und die Frontausklinkung, was natürlich hier eine sehr hohe Individualisierung ist. Und das Ganze genutzt hier als Deko-Element im Badbereich, kann natürlich im Wohnbereich auch sehr schöne Akzente setzen. Und mein persönliches Highlight, wenn ihr einen sehr extravaganten, sehr schönen Backofen habt, könnt ihr den natürlich so richtig gut in Szene setzen. Warum jetzt Frontverlängerung? Klar, weil wir natürlich hier durch diese Planungslösung über die Korbusehübe hinausgehen und somit sieht das Ganze natürlich im geschlossenen Zustand mega gut aus. Ja, es hatten ja bei der Frontausklinkung natürlich über die Breitenverlängerung gesprochen der Front. Das gleiche natürlich auch hier bei unserem Waschtisch. Denn wenn wir hier einfach den Auszug nach vorn ziehen, sehen wir haben den Auszug und das Handtuchhalterregal und das wird von vorn verdeckt mit der Front. Ja, auch hier finden wir wieder mehrere Highlights, denn wir haben hier einmal den neuen Farbton Salbei. Dieser natürlich nicht nur in der Front, in den Wangen, in den Abdeckböden, Regalboden, sondern auch, wie wir es Anfang des Videos schon gelernt haben, natürlich auch im Korpus außen wie innen. Daher sehr schön gelöst und hier in dieser Küche wirklich die volle Individualität. Das heißt, ihr könnt den Korpus
in der Breite anpassen, ihr könnt den Korpus in der Höhe anpassen und ihr könnt den Korpus in der Tiefe anpassen und das auf den Millimeter genau so, wie ihr das gerne hättet. Und anpassen kann man natürlich auch die Front, das seht ihr quasi auf der von mir Rückseite der Insel, denn hier haben wir zwei Auszüge, eine lange Front und das geht bis 1,80 Meter. Und neben der langen Front seht ihr ja auch noch die Glasvitrinen. Und auch die Glasvitrinen könnt ihr entsprechend auf euer Maß anpassen. Beckermann Küchen gestaltet das Ganze. Bei Glas immer ein bisschen schwierig, aber hier möglich. Ja, und dann haben wir auch hier die zweite grifflose Variante. Und zwar wird die Front angeschrägt, bekommt noch eine Metallabdeckung, dass das Ganze natürlich auch sehr edel und praktisch ist. Und somit haben wir die zweite grifflose Variante hier in der Ausstellung gefunden. Ja, jetzt seid ihr gefragt, denn ihr dürft in die Kommentare schreiben, welche Küchenlösung für euch die individuellste, die schönste war, welche euch am besten gefallen hat. Ich bin gespannt. Und hier haben wir ein weiteres Highlight. Zum einen sehen wir jetzt die dritte grifflose Variante. Das ist die ganz klassische mit der eingefrästen Kehlleiste. Und als weiteres Highlight, ihr seht das schon an der Hochschrankanlage, wir haben 75 cm breite Fronten und die haben wir nicht nur in der Hochschrankanlage, denn wenn man sich die Insel von mir gesehen auf der Rückseite anschaut, haben wir nämlich auch 75 cm breite Fronten. Übrigens haben wir hier eine gerillte Front, eine Furnierfront mit in Farbton Nussbaum. Und wenn wir bei der Front sind, können wir auch gleich nochmal hier unsere durchgängige Front anschauen, denn diese gibt es bis maximal 3,05 Meter, natürlich dann mit Spannbeschlag. Und wenn wir jetzt hier nochmal dahinter schauen, hier ist klassisch das Kühlgerät und hier haben wir nochmal einen Vorratsschrank mit innenliegenden Auszügen, Schubkasten, das Tablar, das wir heute schon mal gesehen haben und wie ich finde, eine sehr interessante Lösung. Generell die komplette Planung dieser Küche finde ich sehr, sehr schön. Wir haben hier die Insel mit Arbeitsbereich, mit einem runden Tisch, Kochfeld, der Spülenbereich hier daneben. Und wenn wir jetzt einfach mal hier diese Tür öffnen, geht es nochmal in die Speisekammer. Ja, damit sind wir am Ende unserer kleinen Inspirationsreise bei Beckermann Küchen. Weitere Videos für eure Küchenplanung findet ihr über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.